Auge von Herrn Havermals zum Thema ACTA und die soll an Klaus C. gehen. In der Bevölkerung herrscht verhältnismäßig große Empörung zum Thema ACTA. Eine Petition im Internet brachte über 60.000 Unterschriften gegen dieses Abkommen. Der Regierungssprecher Steffen Seibert teilte auf Twitter mit, dass die Bundesregierung weiterhin zu diesem Abkommen steht. Seine Frage, warum wird dieser Bürgerwille so einfach abgeschmettert und wir stehen zu diesem Thema ACTA so, wie wir stehen als Bundesregierung? Wie? Die Frage hat er extra an Sie gerichtet. Also ich weiß nicht, ob er alles richtig wahrgenommen hat. Ich habe gehört, dass die Bundesregierung tatsächlich das nochmal überprüfen lässt. Also es ist nicht eine eindeutige Bekenntnis zu ACTA gewesen, sondern es sind tatsächlich auch aufgenommen worden die Signale, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ich finde es erstmal richtig genial, dass sich also 60.000, ich weiß nicht, das sind bestimmt noch viel, viel mehr, die sich um das Thema Sorgen machen und dann einfach auch im Internet ihre Meinung kundtun. Ich selbst bin seit einem Monat Facebook-Nutzer und ich habe also gleich von vielen Seiten her das ACTA-Problem auf den Tisch bekommen, wusste vorher gar nicht, was das ist, was das bedeutet. Da geht es also eigentlich darum, Urheberschutz zu realisieren. Urheberschutz ist was Wichtiges, wir wissen das alle. Früher war es zum Beispiel auch ärgerlich, das haben wir auch selbst so empfunden, wenn also hier BMW irgendeine neue Sache an seinem Auto macht und schon war das ein halbes Jahr später an einem japanischen Auto, also wurde kopiert. Und deswegen ist das geistige Eigentum ganz wichtig und das zu schützen ist erstmal ein wichtiges Anliegen. Aber es muss meines Erachtens anders erfolgen. Also erstmal glaube ich, man muss die Erfahrung der Nutzer, die damit umgehen, einfach mit einbeziehen. Also wenn diese Internet-Community, so heißt das heute, mit beteiligt wird bei diesem Ganzen, halte ich das für gut. Die stellen Fragen und diese Fragen müssen beantwortet werden. Solange die nicht beantwortet sind, ist das noch nicht ein richtiges Modell. Zweitens muss ich eindeutig sagen, also wenn das nicht geregelt ist, dass ich private digitale Kopien erlauben muss. Ich habe bei mir auch viele private Kopien, die ich aus irgendwelchen Datenschutzgründen und weil ich was retten, sichern will, aus meinem eigenen Bedarf. Das muss erlaubt sein. Wenn das nicht mehr geht, dann kann ich mit kurzer Zeit, habe ich dann plötzlich mich strafrechtlich irgendwo an was vergangen und das ist dann nicht gut. Als drittes meine ich, es muss natürlich irgendwo der Urheberschutz, der muss auch eine Rolle spielen. Wenn irgendjemand etwas erfindet, dann erwartet er, dass das nicht einfach verramscht wird. Und das muss irgendwie auch mit diesem ACTA-Abkommen geregelt werden. Nochmal, ich finde, die Community muss einbezogen werden. Private Kopien müssen möglich sein in Zukunft, die dürfen nicht ausgeschlossen sein. Drittens, die müssen einen Weg finden, damit Urheberschutz trotzdem gewährleistet ist.